Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Im letzten Part haben wir den zweiten Dungeon gemeistert, haben dem Djinn eins auf den Sack gegeben und haben zum Schluss noch so einen Balsam eingesackt. Und mit dem Dungeon-Item, mit den Krafthandschuhen, haben wir jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, einige, ja, neue, bisher unentdeckte Gebiete zu erforschen. Und genau das will ich jetzt in diesem Part auch erstmal tun. Ach, wenn wir nicht mal vorher immer in irgendwelche Löcher reinfallen würden. Aber das mache ich ja immer grundsätzlich ziemlich gerne. So. Momentchen mal. Der Boris. Du hast es auf diese Insel geschafft. Das ist beeindruckend. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ich bin Boris und meine Aufgabe hier ist es, interessante Sachen auszubuddeln. Wenn du etwas Zeit hast, komme ich einfach mal in meine Hütte besuchen. Okay. Also eine Einladung von Boris, die können wir auf jeden Fall mal annehmen. Oh, was für eine seltsame Energie. Schau doch mal das an. Was? Wow. Das scheint dann wohl ein Teleporter zu sein. Problem nur, wir haben keinen anderen Teleporter-Punkt. Aber gut. Was nicht ist, kann noch werden. Und das hier ist dann wohl Boris' Hütte. Interessant. Da wären wir also. Ich will dir was Interessantes zeigen. Du hast dich ein bisschen auf der Insel herumgetrieben und dich umgesehen, das sagt mir mein Gefühl. Ich baue kleine Kammern, die von den Labyrinthen aus der Insel inspiriert sind. Wenn man die hier hineinsteckt, werden echte Labyrinthe daraus. Wie das funktioniert, wer weiß das schon. Jedenfalls brauche ich deine Hilfe, um zu sehen, was man damit alles machen kann. Erzähl mir von den Labyrinthen, in denen du gewesen bist. Das inspiriert mich dazu, neue Kammern für dich zu bauen. Schon mit ein paar Kammern kannst du ein einfaches Labyrinth bauen. Je mehr Kammern du hast, desto komplexer werden sie dann. Versuche mit den Kammern, die du hast, meine Herausforderung zu schaffen. Aber es reicht nicht, ein Labyrinth zu bauen. Du musst dich auch hindurchkämpfen. Ich bin allerdings kein Labyrinth-Architekt und auch kein Abenteurer. Das ist alles deine Zuständigkeit. Wenn du mich beeindruckst, winken dir Belohnung. Das sollte die Arbeit doch wert sein. Du siehst aus, als hättest du eine Menge erlebt. Setz dich hin und erzähl mir davon. Okay, das klingt interessant. So ein kleiner Dungeon Maker hier. Und wir bekommen neue Kammern. Setze sie in ein Labyrinth ein, um zu sehen, was sie enthalten. Was möchtest du tun? Ja, ich würde sagen, bis jetzt erstmal nichts, aber ist auf jeden Fall ein cooles Gimmick, also ein cooles, ja, Feature des Spiels. Hat aber nichts mit der Hauptstory zu tun. Und mit dieser Hauptstory wollen wir uns jetzt auch weiter beschäftigen. Aber trotzdem schon mal cool zu sehen, was der Boris da alles treibt. Diesmal kein Totengräber. Och Menno, was ist denn hier los? Na, jedenfalls immer noch diesmal kein Totengräber, dafür aber ein Dungeon-Gräber, wenn man so möchte. Gut, jedenfalls können wir jetzt auch hier im Zauberwald mit Hilfe der Krafthandschuhe so ein bisschen was erreichen. Unter anderem können wir jetzt hier auch in diese Höhle hinein. Oh. Ich glaube aber, hier müssen wir später nochmal wiederkommen. Ein Herzteil, eine Kiste, aber ich glaube, ohne Enterhaken wird das schwer. Gut. Oh, graben. Wir sollen hier graben. Das sagt der Wuffi, insofern machen wir das mal. Und tatsächlich haben wir hier die nächste Zaubermuschel. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Vorteil, hier jetzt noch ein bisschen durch den Wald Gassi zu gehen. Und hier haben wir ein weiteres Geheimnis, einen geheimen, ja, Gang. Aber ich würde sagen, den gehen wir, nachdem wir uns ein weiteres Item gekauft haben. Zuerst allerdings mal können wir auch nochmal hier rein, denn wir wissen ja, auch in der Höhle hier haben wir noch ein weiteres Herzteilchen. An das könnten wir bisher auch nicht rankommen. Eben halt, weil uns die guten Krafthandschuhe gefehlt haben. Aber die haben wir jetzt.
Insofern sollte es doch möglich sein. So, jetzt nichts verbauen. Ja, das müsste funktionieren. Skeletti ist weg. Und dann her mit dem Herzteil. Sehr cool. Mal eben kurz schauen. Ja, zwei haben wir. Noch zwei weitere, dann kriegen wir ein weiteres neues Herzcontainer. Oder neuen Herzcontainer. Wie auch immer. Gut. Mal überlegen. Was können wir jetzt noch tun? Ich würde sagen, wir gucken noch so ein bisschen mal. Ich glaube, hier war doch noch irgendwo so ein Stein, den wir hochheben konnten. Und da war noch eine Kiste irgendwo hier, oder? Ja, jetzt kommt hier mein Orientierungssinn. Mal wieder hier in Anspruch. Ich meine, der Wald ist schon nicht groß und trotzdem gehe ich hier im Kreis. Sehr, sehr gut. So soll es doch sein hier. Immerhin haben wir hier einen Teil der Macht. Das heißt, die Gegner können wir mit einem Klacks beseitigen. So, hier haben wir schon mal gegraben, das weiß ich. Mehr scheint hier nichts zu sein, aber ein weiterer Pilz. Können wir auf jeden Fall mal mitnehmen, falls wir mal wieder neues Zauberpulver brauchen. Denn Zauberpulver können wir bei der Hexe ja immer wieder mit Hilfe des Pilzes, ja, uns brauen lassen. So, ich glaube, hier in der Höhle gab es doch auch noch eine Kiste, oder? Ja, sehr gut. Mal schauen, was wir hier haben. Mal ebenso 50 Rubine. Sehr nice. Ja, schon haben wir wieder Geld. Aber das Geld werden wir auch alles noch brauchen. Unter anderem wollen wir uns jetzt noch ein Item im Itemladen kaufen. Wir werden uns eh noch mehr Items kaufen müssen. Welches wir uns jetzt kaufen, ist jetzt relativ günstig. Ohne jetzt hier spoilern zu wollen. Ja, diese 2 Minuten müsst ihr noch warten. Mensch, irgendwo hier war doch noch die Kiste. Ah, hier unten. Sehr gut. Kaum von geredet und schon haben wir sie. Und wir bekommen eine weitere Zaubermuschel. Sehr gut. Ja, das hier könnte eventuell so ein kleiner Zaubermuschel-Sammelpart werden. Was für ein Wort. Zaubermuschel-Sammelpart. Schub-dub-dub-dub. So, ich würde sagen, das mit Komet war es wohl jetzt hier mit dem Gassi führen. Danke, das war so süß von dir, dich um den kleinen Komet zu kümmern. Du bist ein ganz lieber Kerl, wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Schmatz. Alter, du hast einen Kuss von Madame Miu Miu erhalten. Du Glückspilz. Und Willing guckt. Na, wie geil. Der läuft erstmal hier knallrot an. Ja, und das war's echt tatsächlich hier. Nichts da mehr mit Komet Gassi führen. Obwohl es gerade Spaß gemacht hat. Aber gut. So soll es halt sein. Und jetzt gucken wir mal hier. Oh, ein Bogen. Pfeil und Bogen. Für fast 1000 Rubine. Unglaublich. Aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen erstmal jetzt hier die Bomben haben. 10 Stück für 10 Rubine. Das ist auf jeden Fall durchaus günstig. So, mal eben kurz schauen. 20 Stück haben wir, aber da geht noch mehr. Ich glaube 30 können wir mit einem Mal tragen. Genau. Das ist Maximum, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir noch einmal ganz schnell in den Zauberwald, denn wir können eventuell hier noch das maximieren, also noch mehr tragen. Mal schauen.
Noch wissen wir gar nicht, was uns erwartet, nicht wahr? Auch wenn ich es gerade schon gespoilert habe. In diesem geheimen Gang. Ich glaube, ich habe den falschen Gang genommen. Natürlich. Och nö, jetzt lasst uns los. So, hier sind wir aber richtig. Wow. Sieht nice aus hier. Aber ein bisschen Zauberpulver. Zauberpulver und dann passiert was? Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du, na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett, na warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Nö. Zur Strafe mehr Bomben tragen? Und genau das wollen wir. Der kleine Teufel verzaubert uns. Jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö. Was für ein drolliger Typ. Und jetzt können wir 60 Bomben mit uns tragen. Einfach mal so. Verdoppelt. Und das ist auch für mich auf jeden Fall schon mal eine ganz coole Sache. Finde ich auf jeden Fall. Denn Bomben, ouch, werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Mehr als genug. Insofern fühle ich mich da auf jeden Fall jetzt ganz gut aufgestellt. So, jetzt glaube ich, können und sollten wir auch nochmal die Tauschquest weiter voranbringen. Momentan haben wir ja eine Hundedosenfutter. Habe ich gerade Hundedosenfutter gesagt? Ich weiß es nicht. Eine Dose Hundefutter. Und die wollen wir jetzt tauschen. Wir wissen doch, dass der Kroko seltsame Dosen sammelt und eventuell... Was hast du denn da in die Hand? Nein, das ist genau diese Dose, fehlt in meiner Sammlung. Bitte gib mir dieses Hundefutter. Bitte, bitte, bitte. Okay, danke. Gib sofort her. Alter, der hat eine Sammlung in seinem Bauch oder was? Unfassbar. Oh, und das war gut. Es ist kein fairer Tausch, aber du hast so ein paar Bananen. Wumms. Hundefutter haben wir gegen Bananen getauscht. Ein guter Tausch. Wow. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber diese Bananen werden wir auch noch brauchen. Schippudubub. Das ist doch cool. Ja, liebe Freunde, tatsächlich. Ihr werdet euch fragen, wo denn, wofür? Wir werden es sehen. Erstmal haben wir hier eine weitere Kiste. Und nochmal 50 Rubine. Sehr schön. So. Ja, ich glaube, hier war doch auch irgendwo was im Graben. Und genau hier haben wir eine weitere Zaubermuschel. Ja, meine Intuition, Erinnerung trügt mich nicht. In dem Fall zumindest. Schubububububub. Gut, was noch? Ich glaube, ich möchte nochmal kurz in den ersten Dungeon. Weil mit den Bomben sollten wir auch diesen Dungeon endgültig abschließen können. Wenn ihr noch wisst, ein Raum hat uns auf jeden Fall noch gefehlt. Und genau diesen Raum wollen wir jetzt inspizieren. Und ich glaube, da war noch eine Kiste drin. Und ich meine mich auch zu erinnern, was da drin ist. Aber wir werden sehen. Also entweder Geld oder eine Muschel. Ich glaube aber, es war eine Muschel. So. Ja, okay, der ist ganz in der Nähe, der Raum. Also nicht allzu weit entfernt. So, hier hinauf. Mal aufpassen hier. Unser Wurmfreund. Und hier haben wir die Wand, die wir jetzt aufsprengen können. So. Was finden wir? Es ist eine Zaubermuschel. Also genau wie ich mir gedacht habe. Mensch, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da haben wir auf jeden Fall schon mal so einiges aufgesammelt, haben
neuen Gegenstand bekommen und auch hier gleich mal die Kapazität erhöht. Tauschquest vorangebracht. Alles gut. Das ist doch gut. Und das ist supi. So. Rüberjumpen. Diesmal mal nicht in das Loch gefallen. Ist ja auch schon mal selten genug. Bei meinen Künsten hier. Okay, und ich würde auch sagen, es ist an der Zeit, mal ein neues Gebiet zu erforschen. Und genau das werden wir auch tun. Dupudup, dupudup. So. Unter anderem können wir hier jetzt die Steine hochheben. Osten Urunga-Steppe, weiter im Osten Zoodorf. Okay. Dort geht's also mal beim nächsten Mal hin. Und bis dahin, meine Lieben, macht es gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao.